Hallöchen miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinig Zeitgedanken. Eine neue Woche hat begonnen, es ist Montag, der 31.07.2023 und auch wir wollen uns heute wieder mit Losung und Lehrtext beschäftigen. Ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende und sind jetzt natürlich mit voller Energie wieder in die neue Woche gestartet. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen, heißt es im Psalm 25. Es ist hochinteressant, dass hier gerade die Sünde mit der Jugend verbunden wird. Und ich denke, dass wir dem zustimmen können, dass wir entdecken, dass wir gerade in unseren jungen Jahren so viel verkehrt gemacht haben. Je älter wir werden, desto mehr erkennt man die ganzen Taten in einem anderen Licht. Man sieht erstmal, wo man vielleicht überall gestolpert ist, wo man korrigiert worden ist. Und man sagt sich manchmal, ja, das würde ich heute nicht wieder so machen, aber für was war es gut, fragt man sich. Und man sieht, dass man da Schuld auf sich geladen hat. Eine große, große Menge. Und das haben auch große Führer, ich denke auch an David, der ja auch schuldig geworden ist, erlebt. Und auch andere große Glaubensväter, ich denke auch an Paulus, der ja Blut an seinen Händen hatte. Und der natürlich auch gesehen hat, ja, ich habe da vor meiner Zeit als Glaubender große, große Schuld auf mich geladen. Und deshalb hier das innigste Gebet von dem Beter des 25. Psalmes. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Also mit Barmherzigkeit und Güte möge Gott ihm begegnen. Er möge ein Einsehen haben, dass wir in den jüngeren Jahren vieles, vieles verkehrt machen. Das ist etwas sehr Schönes, was man da hören kann, dass man, je älter man wird ja auch, desto weiser wird man, hoffentlich nicht alle, und dass man dann natürlich auch sieht, wie wichtig es ist, dass man immer tiefer in den Glauben hineinkommt. Und manchmal habe ich mir auch gewünscht, wäre ich doch schon als Jugendlicher so intensiv mit Gott verbunden gewesen. Ich war sicherlich verbunden, aber ich habe noch viel zu wenig mein Leben darauf abgestimmt, denke ich, und ja, hätte ich, das bringt uns nicht, sondern die Bitte an Gott, er möge Barmherzigkeit walten lassen, das ist das Richtige, was wir tun können, und wir werden sehen, dass er uns mit Güte und Barmherzigkeit begegnet. Jesus spricht zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und jetzt gibt es ja Menschen, die nehmen diese Stelle, das sind zwar nicht so Bibelfeste, aber sie nehmen diese Stelle als ein Zeichen der Wiedergeburt. Und dann sagen sie, ja, schaut an in der Bibel, da ist die Rede von der Wiedergeburt. Nein, hier geht es ganz klar um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, was der Mensch von sich aus kann und was der Mensch kann, wenn er nämlich Gott in sich wirken lässt. Und hier geht es natürlich auch um die Taufe. Hier wird angespielt, Wasser und Geist spielt hier eine große Rolle. Und das heißt natürlich auch, dass Nikodemus erfahren muss, wir selber können als Mensch gar nichts Großes vollbringen. Wir können es nicht schaffen, ohne Sünde unterwegs zu sein, wie der Psalm 25 uns erinnert, sondern wir können letztlich nur den richtigen Weg gehen und in Gottes Nähe unterwegs sein, wenn wir neu geboren werden. Und das heißt hier ganz speziell durch die Taufe die Kraft Gottes bekommen. Das heißt, Wasser und Geist spielen eine ganz große Rolle. Das Wasser, wir wissen, das ist ja ein symbolisches Zeichen dafür, dass wir sagen, es ist uns alles abgewaschen worden, alle Schuld und alle Vergehen. Und da sind wir beim Alten Testament mit Barmherzigkeit und Liebe. Begegnet uns Gott, indem er das alles wegnimmt. Deshalb ist Jesus Christus diesen Weg ans Kreuz gegangen. Deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und dann bekommen wir gleichzeitig, wenn wir mit dem Wasser symbolisch gesäubert worden sind, und auch dieses Symbol hat ja Kraft, das ist ja nicht nur ein leeres Symbol, dass wir dann den Geist bekommen, der uns befähigt, einen anderen Weg einzuschlagen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, also nichts mit Reinkarnation, sondern eindeutig mit einer neuen Ausrichtung, die uns dahin führt, dass wir mit Gott neue Wege gehen können, dass wir das Leben so vollbringen können, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft heraus, dass wir dann nicht zurückschauen müssen und sagen, ja, hätte ich man. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken.
Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und denken Sie daran, es gibt nicht nur Ärger über die Jugend, sondern man darf sich auch darüber freuen. Und wir wissen, Gott begegnet uns mit großer Barmherzigkeit. Und letztlich können wir uns die Kraft schenken lassen, dass wir, wenn wir die Dinge erkannt haben, sehen, was wichtig ist, nämlich der Glaube, dass wir dann mit einer ganz anderen Kraft unser Leben gestalten können und viel, viel enger mit Gott verbunden sind und somit viel mehr Freude im Leben haben. Ich wünsche allen eine gesegnete Woche. Ich darf allen für ihre Kommentare danken. Es sind so liebe und freundliche Worte häufig. Ich habe also kaum Negatives bis jetzt erfahren und dafür danke ich ganz, ganz herzlich. Und ich danke Gott, dass er mich gebraucht als Diener, dass ich in seinem Auftrag hier verkündigen darf. Und ich finde es eine ganz tolle Sache, wie wir auch als Community untereinander uns immer wieder begegnen mit Beiträgen, aber auch in Gedanken. Ich denke, dass gerade Losung und Lehrtext und auch die sonntäglichen Texte uns unglaublich verbinden in einer Zeit, wo wir Kraft, Zuversicht, Stärke und Hilfe so nötig haben. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini hier aus den Zeitgedanken aus Appenzell Innerrhoden und ich wünsche Ihnen weiterhin eine wunderbare Ferienzeit und natürlich auch für diejenigen, die es schaffen müssen, eine gesegnete Arbeitszeit. Verlieren Sie nicht den Mut, hoffen Sie auf Gott und verbinden Sie sich mit ihm. Uff, Wiederloge. Wir sind geboren, frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.